Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in Planegg. Das ist einmal was, Nudelwägler, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, das ist eigentlich kein Nudelholz, sondern das ist ein Spezialwerkzeug für den Töpferbedarf, für den Keramikbedarf. Ja, weil das hat ein viel stärkeres Innenleben hier. Das hat so einen Stahlkern drin. Okay. Und die Massen, die sind halt doch fester als beispielsweise ein Hefeteig. Ist ja klar, also der Ton ist etwas massiver. Ja. Also Damen und Herren, hier, wenn Sie mal nach Planegg kommen, müssen Sie das echt anschauen. Bahnhofstraße, Ende am Bahnhof, wird ja alles neu, wird gemacht, wird gebaut, jetzt haben sie ein Haus begrissen, einen Busbahnhof eingerichtet. Und in diesem Rahmen ist eines der Häuser hier zur Zwischennutzung an Künstler wie die Frau Haug freigegeben worden. Frau Haug, blöde Frage, freuen Sie sich? Ja, super. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns. Speziell, weil die Mieten im Würmtal sind für Künstler einfach unerschwinglich. Und es war jetzt die Gelegenheit, sich mal zu präsentieren und in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Wo haben Sie ein Feueratelier gehabt? Oder haben Sie es daheim gemacht? Ich habe zu Hause praktiziert. Ja, ja, ja. Ich habe zu Hause auch noch einen Töpfertisch. Ich habe meine beiden Öfen auch zu Hause. Ich brenne zu Hause. Oh. Und, das ist im Winter ganz gut, aber im Sommer vermutlich schwierig, oder? Nein, das ist sogar toll im Sommer, weil ich habe einen Gasofen, der wird im Garten, stelle ich den auf. Und das ist ein Raku-Ofen. Und der muss draußen sozusagen stehen, wenn ich brenne. Also der wird geöffnet, wenn der Ofen 1000 Grad heiß ist und die Keramik auch. Und die entnehme ich dann mit Zangen und räuchere sie dann ab. Das heißt, ich werfe sie in ein Bett aus Sägespänen. Und dann wird die Keramik, also... Das ist praktisch eine Vorglasur, so schwarze. Es gibt doch diese schwarze Keramik aus dem Osten da. Raku. Ja, das heißt Raku. Das heißt Raku, aber das ist keine Vorglasur. Nein, da arbeitet man mit... mit den Harzen, die im Holz drin sind, oder? Ja, auch mit dem Rauch und aber auch mit der Glasur. Okay. Ich habe da hinten in meinem Regal stehen Objekte, die sind Raku gearbeitet. Beispielsweise der... Aber das zeigt dadurch auch wasserfest. Weil das ist ja oft bei so Töpfergeschichten ganz ein wichtiges Kriterium, ob das Wasser dann praktisch ins Material geht oder nicht. Ja, das ist wieder was anderes. Die Raku-Keramik, das ist Niederbrandtechnik. Mhm. Und das, was Sie meinen, das ist beispielsweise Gartenkeramik, die wird sehr hoch gebrannt. Mhm. Das ist Steinzeugbrand. Okay. Also damit haben wir hier bei diesem Fisch, das ist ein Fisch fürs Trockene. Also sprich für die Stange im Garten, oder? Ja, für die Stange im Garten, genau für draußen. Der wird also hochgebrannt werden. Okay. Also bei 1230 Grad. Ist das so, wie soll ich sagen, der Versuch, selbst mal auch mit diesem Töpfern was zu verdienen? Oder, wissen Sie, bei Künstlern, man sagt immer, die Kunst brotlos schon, und so. Ja, das wäre schon wünschenswert, wenn man damit was verdienen würde, ja. Weil hier, das ist wahrscheinlich auch nicht für mich oder sonst, oder? Ich meine, Sie haben zwar hier dieses... Nein, aber es ist sehr, sehr günstig. Ja? Es ist sehr günstig, die Gemeinde ist unser Vermieter. Und das ist praktisch ein Projekt der Gemeinde, so eine Zwischennutzung, dass sie jetzt uns Künstlern, die erstmal zu Hause gearbeitet haben, dass sie uns zur Verfügung stellt, um einen weiteren Schritt zu gehen in die Öffentlichkeit sozusagen. Wie lange kann man das da liegen lassen, bevor er fest wird? Ach, man muss schon zügig arbeiten. Ja, das, ja. Also, aber was wird das? Eine Stunde. Das wird jetzt der Körper des Fischs. Ich roll den jetzt aus. Ach so, was ist das hier? Ah, das ist das Innenleben. Das ist doch fertig. Ja, ja, das ist natürlich ist das fertig. Aber zuerst roll ich einen neuen. Das aus. Ja, ich mache einen neuen. Okay, verstehe. Ja. Ich roll das jetzt aus, dünn. Und dann schneide ich das aus. Zwei Platten, die werden dann getrocknet über so einem Hilfsmittel. Mhm. Das gehört eigentlich zu meinem Mann. Football ist alles gut. Entfremdet, genau. Damit es auch diese runde Form bekommt, lasse ich das dann trocknen, beide Seiten. Und dann werden die zusammengefügt und dann wird es ausgearbeitet. Die Flossen werden gemacht und das Auge und hier der Träger. Okay, dann frohes Gelingen. Ja, danke schön. Wir gehen etwas weiter, dass noch eine Dame kommt. Entschuldigung, dass wir Sie so überfallartig. Hallo. Griebel, mein Name. Lübe Holland. Ah, Sie sind aus Holland. Ja. Ob du zurückkommst? Ja. Nein, komme ich nicht aus Holland. Und nicht jeder Schuhmacher macht Schuhe. Ja, wo sind Sie? Ich komme aus Russland. Russin, echt? Ja. In Planegg? In Planegg, ja. Mein Mann kommt aus Schottland. Aha. Mein Sohn war in Österreich geboren. Ja, Marus Lasen, das ist eine gute Mischung. Schauen Sie, der Herr da hinten zum Beispiel, kann man sich einmal kurz vorstellen. Das ist Mike Maurus.
Ist er der einzige Hiesige? Ich habe einen englischen Namen, aber ich bin der einzige Bayer. Nein, ich bin nicht der einzige. Okay. Der Holzschnitzer ist auch ein Bayer. Und wie sind Sie hier reingekommen? Sind Sie schon länger in Planegg zu Hause? Also ja, wir wohnen hier seit drei Jahren. Mhm. Und ja, ich finde das toll. Ja, ich bin die Künstlerin. Sie haben so einen total niederländischen Akzent. Ich finde das toll. Niederländischer Akzent. Ja, oder? Sagst du auch, ja? Also mein Mann wäre sehr enttäuscht vielleicht. Okay. Ja. Was machen Sie? Was machen Sie künstlerisch? Also ich male Acryl, ja, okay. Im Acrylmalerei auch. Also Sie können meine Kunst sehen. Oben. Okay. Ja. Das machen wir dann gleich. Dann bleiben wir doch erstmal beim Herrn, das mache ich normalerweise nicht. Herr Maurus, wie ist denn eigentlich dieses Projekt entstanden? Kann man da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, dass also eine Gemeinde praktisch Gewerbefläche anmietet, um sie einem Künstler weiterzugeben? Das ist ja nicht so die Regel. Ne? Es gibt eine Künstlervereinigung im Würmtal und die hatten wohl, da war ich nicht dabei, aber die hatten wohl vor einem Jahr ein Treffen und da haben die Künstler darum gebeten, die Gemeinden im Würmtal, ob sie nicht irgendwo einen öffentlichen Raum haben können, wo sie sich mit ihren Arbeiten vorstellen können. Mhm. Und jetzt hat sich das ergeben, dass hier die Räume, da war eine Buchhandlung herin, die ist nicht mehr da. Und die Gemeinde hat sich dann sehr bemüht und der Vermieter, der Herr Pfleiderer, war sofort bereit, das für die Zwischennutzung zur Verfügung zu stellen. Und man muss wirklich sagen, zu sehr günstigen Konditionen. Und da haben sie halt 7 Künstler sofort bereit erklärt, da reinzugehen, weil das für uns wirklich eine einmalige Gelegenheit ist, dass wir mal unsere Arbeiten vorstellen können. Haben Sie bei der Gemeinde schon wen kennt? Haben die das gewusst? Oder? Nein, also ich bin durch einen Artikel in der Zeitung aufmerksam geworden, die Gemeinden wollen eine gemeinsame Online-Plattform machen. Und da ist drin gestanden in dem Artikel, dass es viele Geschäftsleute im Würmtal gibt, die noch Berührungsängste mit dem Internet und mit der digitalen Geschäftemacherei haben. Und daraufhin, und ich habe an einem Oktoberfest-Comic gearbeitet, wo ich gesagt habe, jederzeit können Geschäftsleute mit ihrem Geschäft, mit ihren Produkten, mit ihren Marken zu mir kommen. Product Placement. Werbung könnte man auch sagen. Ja, genau. Reklame. Dürfen mich gern sponsern, dürfen mich gern Geld. Sie setzen das dann um. Und ich bringe sie mit ihrem Laden und dem allen ins Comic. Und wo ich das gehört habe, dass diese Ängste, diese Berührungsängste gibt, habe ich die Gemeinde angeschrieben und habe gesagt, also bei mir Leute, die ins Internet wollen, ich zeichne den Laden, ich stelle die Leute vor, die können sich sehen, die können sich anfassen. Es ist praktisch so eine Art Zwischenglied zwischen... Und das machen Sie völlig selbstlos und uneigennützig. Absolut. Aber bis auf das, dass ich halt gerne... Ja, aber Comic, da ist dann praktisch der Zeichentrick für immer nicht mehr weit, oder? Richtig. Ich verdiene eigentlich mehr Geld auch mit Zeichentrick. Ah, ich verstehe. Also mit Comic ist es ein bisschen schwierig in Deutschland, aber ich arbeite für verschiedene Zeichentrickproduktionen. Ist das dann so ausgefeilt wie zum Beispiel das, dass dann plötzlich so ein Salome tanzt, das Gesicht also, von der Freundin hat oder von der Ehefrau? Ja, das wäre möglich. Ja? Aber das kostet tatsächlich Geld. Das kostet Geld, weil sonst zeichne ich in meinem Stil und du nicht... Bevor wir jetzt kurz noch aufgehen, meine Frage, ist es nicht gefährlich für jemanden wie Sie, dass man dann hergeht und sich hier praktisch niederlässt? Dann weiß man, der ist in der Bahnhofstraße im Planegg daheim und nach 2 Jahren müssen sie wieder raus? Ja, das ist im Grunde genommen schon ein Problem, aber wir überlegen halt und werden auch versuchen, mit dem Vermieter zu sprechen, ob wir das nicht längerfristig, dauerhaft einrichten können. Wenn es hier nicht geht, dann zumindest mit den Gemeinden. Okay, Damen und Herren, kleine Pause und dann beschreiten wir noch das obere Stockwerk. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder in den Hofmark Ateliers in Planegg mit Frau Lüber-Holland. Ich habe vorher schon fälschlicherweise gemeint, Holland wäre Ihr Herkunftsland, aber Sie heißen so, gell? Ja. Es passiert manchmal, dass man so geografische... Das ist ein sehr typischer schottischer Name. Also das ist hier, was Sie machen, oder? Diese Porträt, also male ich...
Am liebsten Porträts von Leuten. Wie oft arbeiten Sie denn hier in diesem Atelier? Also hier im Atelier, normalerweise arbeite ich zu Hause. Ja, ich benutzen Sie es als Ausstellungsraum? Nein, das ist Unterrichtsraum. Ja, also ich auch organisiere die Ferienkunstcamps für Kinder. Wir malen, wir zeichnen, wir gehen draußen in den Wald zu zeichnen, ja. Und ja, Malkurse finden jetzt, ja, hier im Hofmarkt-Atelier machen wir einmal pro Monat. Einmal pro Monat? Ja. Und für einen Tag oder für ein Wochenende? Das ist nur ein Abend, ein Malabend für 3 Stunden. Ja, wir reden, wir malen, wir, ja. Wichtig ist ja immer, versuchen Sie dann auch mal, wie soll ich sagen, ein Talent zu finden und zu entdecken? Oder gehen Sie davon aus, dass man von vornherein schon mit Kindern zu tun hat, wo der Papa oder die Mama gesagt hat, boah, du bist so gut, man müsste es fördern. Was ist denn mit der Schwerpunkt? Ich glaube, dass alle Kinder können zeichnen. Mhm. Ja? Und jeder hat ein Potenzial. Ja. Einige Kinder sind mehr fleißig, einige nicht so fleißig. Ja? Aber mit Unterstützung, ja. Und wird das dann hier ausgestellt, weiter, das Ergebnis, oder ist dann, verstehen Sie? Also ja, machen wir die Ausstellungen, ja. Sie können auch ein bisschen hier sehen, ja, die Arbeiten von Kindern da. Und auch ich arbeite mit verschiedenen Vereinen, Kunstvereinen, ja. Und manchmal, wir machen die große Erwachsenenausstellungen, ja. Und Kinder können auch teilnehmen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Ich finde das total nett, weil da bekommt natürlich jetzt so die Überwachung einen völlig anderen Kontext. Aber das ist nur Show, oder was? Das ist nur Show, ja. Aber schön, ich finde den Bezug einfach. Für mich, ich bin reingekommen, habe das gesehen, habe mir gedacht, oh, die heilige Beichte. Aber wie schön die Hände dazu faltet, weil das, man ja die Leute dann überwachen überhaupt nicht. Und was mir der Schnitzer erzählt hat, die Figur hat er nicht selber geschnitzt, die wurde ihm geschenkt und dann hat er ihren Kopf abgeschnitten. Und hat die Kamera drauf. Ja, das ist schon heftig. Ja, das war jetzt irgendwie so ein Fräsling, aber die müssen wir den selber fragen. Aber ich finde das schon gut, also da unten mit der Schlange und so, ja. Das hat alles schon was sehr, passt ja irgendwie gut zur Gegend, weil die Würm kommt ja vom Wurm, von diesem. Nein, Entschuldigung, es kommt vom mittelalterlichen Wort Wirmin und das heißt schnell fließend. Echt, Wirmin, schnell fließend? Ich habe mich immer gefragt, wieso wir Würmer haben. Also es hat nichts praktisch mit diesem Erdenwurm zu tun. Nein, ich habe gemeint, das ist die Nein, das ist Wirmin. Durch die Karl der Große Geschichte habe ich ganz, ganz viel in Wikipedia umeinander da und habe vieles gelernt. Und da ist zum Beispiel drin gestanden, dass Wirmin schnell fließend heißt. Okay, ja, weil Sie gerade von Karl dem Großen sprechen, ist da irgendwie einmal eine Chance in der Reismühle mal dann nach diesen zwei mit Jahren? Mit Sicherheit, ja? Mit Sicherheit. Also mit denen möchte ich persönlich sowieso unbedingt sprechen. Mein Comic heißt ja Die Wiege des Kaisers. Eben. Weil das Gerücht ja besagt, dass er in Gauting in der Reismühle geboren ist. Und die haben in der Reismühle eine Wiege stehen. die dürfen 200 Jahre alt sein, aber keine 1250 ist er wie der das Kaiser. Das vermute ich auch, ja. Okay. Aber es ist ja eine Künstlerwerkstatt dort. Okay. Oder Werkstätten. Ja, boah, das sind paar Ateliers, die ja, genau. Schlechten. Genau. Und das ist natürlich auch eine einmalige Location. Mhm. Ja, wie gesagt, bin halt draufgekommen, weil wir es in der Schule jedes Jahr haben wir einen Ausflug dahin. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Der kriegt der Holzschnitzer ist eine Figur geschenkt, schneidet ihm die Birne runter und war da Kamera drauf. Obwohl natürlich so Überwachung eine völlig andere Anmutung aber durch das hat es auf einmal macht so einen Eindruck, da kommst du rein. Also ich war selber total geflasht von dem Ding. Wir müssen nur so einen kleinen Motor einbauen, der den Kopf immer dreht. Eigentlich ja. Eigentlich ja, das gehört halt noch. Also Damen und Herren, jetzt haben Sie ein bisschen was über die Hofmarkt-Ateliers in Planegg erfahren. Wenn Sie jetzt demnächst hier anreisen und zu Maria Eich gehen, gehen Sie einmal auf die andere Seite rüber. Ein Blick genügt und dann sehen Sie, in Planegg sind die Dinge in Bewegung. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.